Hermine Granger und die magische Welt. Eine Fanfiction von Zettel 96. Gelesen von Mondniffler. Jahr 2, Kapitel 14. Bald scheinen alle den Gedanken zu verwerfen, Harry sei der Erbe. Selbst Ernie beginnt Mitte März wieder mit Harry zu sprechen. Die Osterferien stehen vor der Tür und Professor McGonagall verteilt uns Listen für die Fächer, die wir nächstes Jahr belegen möchten. Ich tue mich mit der Entscheidung sehr schwer und nehme sie viel ernster als die Jungs. Können wir Zaubertränke nicht abwählen?« mault Harry. »Nein, es ist ein Pflichtfach«, sagt Ron enttäuscht. »Wir müssen die alten Fächer behalten, sonst würde ich Verteidigung gegen die dunklen Künste abwählen.« »Aber es ist eins unserer wichtigsten Fächer, Ron«, rufe ich entgeistert. »So wie Lockhart das unterrichtet, jedenfalls nicht.« In Gedanken gebe ich ihm recht. Lockhart ist wirklich einer der schlechtesten Lehrer überhaupt. Alle meine Mitschüler tun sich schwer mit der Entscheidung, welche Fächer sie wählen möchten. Dean wählt sie nach dem Zufallsprinzip. Lavender nimmt die, die für sie am spannendsten klingen. Pavati kreuzt einfach dieselben an wie Lavender. Harry und Ron sind sich noch unsicher, belegen aber die gleichen Fächer. »Was hast du gewählt, Hermine?« fragt mich Harry, nachdem sie mit ihrer Wahl fertig sind. »Alles.« »Wie alles?« »Ich habe jedes Fach gewählt.« »Bist du wahnsinnig? Wie willst du das alles hinbekommen?« Beleidigt schnaufe ich auf. »Ich bekomme das schon hin, Ronald. Ich will so viel lernen wie möglich und mich so gut wie es geht bilden. Tut mir leid, wenn du das nicht möchtest.« »Ron, lass sie. Sie ist immer die Jahrgangsbeste«, mischt Harry sich ein. Ron kommt nicht dazu, etwas darauf zu antworten, denn Neville kommt die Treppen zum jungen Schlosser hinuntergerannt. »Harry, ich weiß nicht, wer es war. Es ist furchtbar. Ich habe es eben erst entdeckt. Komm!« Wir werfen uns einen Blick zu und folgen Neville in den Schlafsaal. Was wir sehen, gleicht einem Schlachtfeld. Harrys Habseligkeiten liegen im ganzen Raum verstreut umher. Das Betttuch wurde auf den Boden geworfen, die Schublade von seinem Nachttisch durchwühlt und ihr Inhalt auf dem Boden verstreut. Die Matratze liegt aufgeschlitzt auf dem Boden. Sein Schrankkoffer liegt umgestoßen in der Ecke und die restlichen Kleidungsstücke liegen im Raum verteilt. »Um Himmels Willen!« stößt Ron hervor. Gemeinsam beginnen wir das Chaos wieder aufzuräumen. Auch Dean und Seamus kommen dazu und helfen. »Harry, das sieht so aus, als ob jemand hier etwas gesucht hat«, sagt Dean und hebt eine seiner Taschen auf, die auf links gedreht sind. »Fehlt irgendwas?« Harry beginnt seine Eigentümer durchzuzählen und stellt dann fest, »Das Buch, es ist weg.« »Was?« rufen Ron und ich gleichzeitig. »Was für ein Buch?« fragen Dean, Neville und Seamus. »Mein altes Runenbuch, ich habe es Harry ausgeliehen«, lüge ich die drei an. Sie kaufen mir die Lüge ab und Dean schlussfolgert. »Es kann nur ein Gryffindor gewesen sein, sonst kennt niemand das Passwort hier.« Wir schauen uns alle an. Welcher Gryffindor würde Harrys Klamotten so zerstören? Harry sitzt, wie jeden Morgen vor einem Quidditch-Spiel, nervös vor seinem Frühstück. Jedes Mal halte ich meine Predigt. »Harry, du musst etwas essen, auch wenn du aufgeregt bist.« Er nickt und beißt von seinem Käsebrötchen ab. Wood kommt zu Harry hinüber und klopft ihn auf die Schulter. »Du musst dich stärken. Das Spiel heute ist sehr wichtig. Ich war schon draußen, hab mir das Wetter angesehen. Es ist perfekt.« Noch einmal klopft ihn auf die Schulter und geht zu den anderen Mannschaftsmitgliedern. Harry scheint ganz andere Gedanken zu haben. »Irgendeiner der Gryffindors ist der neue Besitzer des Tagebuchs«, raunt er mir und Ron zu. »Konzentrier dich erstmal auf das Spiel«, sagt Ron und schiebt ihm seinen Teller näher ran. Als wir wenig später die große Halle wieder verlassen, bleibt Harry entsetzt stehen. »Habt ihr das gehört?« »Nein«, sagen Ron und ich gleichzeitig. »Harry, sag bitte nicht.« »Doch, Hermine, die Stimme. Sie ist wieder da.« »Es muss in der Wand sein«, sagt er. »Es wird wieder jemand angreifen.« Jetzt geht mein Licht auf. »Harry, ich glaube, mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Ich muss in die Bibliothek. Wir sehen uns später«, rufe ich und renne los. »Wieso habe ich da nicht früher dran gedacht? Tote Hände, von denen uns Hagrid die ganze Zeit erzählt?
Spinnen fliehen, Menschen versteinern, die Stimme kommt aus der Wand. Ich muss erst mal meinen Verdacht überprüfen. Alle rennen in die Bibliothek. Miss Granger, wollen Sie Mr. Potter nicht beim Quidditch? Wo ist fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind? Japse ich. Dritter Gang, vierte Reihe, sagt mir der Pinzer wundert. Ich haste hinüber und ziehe das Exemplar vor. Schnell finde ich die Seite. Der Basilisk. Von vielen furchterregenden Bestien und Monstern, die unser Land durchstreifen, ist keines seltsamer oder tödlicher als der Basilisk, auch bekannt als der König der Schlangen. Diese Schlange, die eine gigantische Größe erreicht und viele hundert Jahre alt werden kann, wird aus einem Hühnerei geboren, das von einer Kröte ausgebrütet wird. Der Basilisk tötet auf höchst wundersame Weise, denn außer seinen tödlichen und giftigen Zähnen hat der Basilisk einen mörderischen Blick und alle, die in den Bann seiner Augen geraten, erleiden den sofortigen Tod. Spinnen fliehen vor dem Basilisken, denn er ist ihr tödlichster Feind. Und der Basilisk entflieht nur vor den Krähen eines Hahnes, das tödlich für ihn ist. Das ist es, rufe ich erfreut. Das ist das Monster. Durch die Rohre schlenkelt er sich unbemerkt durch die Schule, um die Schüler anzugreifen. Ich schaue vorsichtig hinüber zu Madame Pins. Diese ist jedoch schon hinunter zum Quidditch gegangen. Ich reiße die Seite hinaus und notiere, bewegt sich durch Rohre. Ich muss sofort zu Harry und Ron. Ich eile mit dem Zettel in der Hand zum Ausgang der Bibliothek. Doch dann fällt es mir wieder ein. Der Basilisk ist gerade unterwegs. Alle sind unten beim Quidditch. Ich bin Muggelgeborene. Ich muss extrem vorsichtig sein. Ich drehe mich um. Alle Opfer haben bisher nur überlebt, weil sie den Basilisken nur indirekt in die Augen geschaut haben. Ich brauche einen Spiegel oder ähnliches. Suchend blicke ich mich in der Bibliothek um. Dann fällt mir ein brauner Haarschopf zwischen den Bücherregalen auf. Eilig laufe ich darauf zu. Entschuldigung, rufe ich dem Mädchen zu. Sie dreht sich überrascht zu mir um und lächelt mich freundlich an. Hast du auch keine Lust auf Quidditch? Nein, nein, ich muss meinen besten Freund warnen. Ich weiß, was in der Kammer des Schreckens ist. Der Gesichtsausdruck des Mädchens verwandelt sich in blankes Entsetzen. Du musst sofort zu Dumbledore. Er ist beim Spiel, wie alle anderen. Ich muss sofort dorthin. Ich begalle dich, sagt sie entschlossen und steht auf. Hast du einen Spiegel oder so etwas? Frage ich sie, bevor wir die Bibliothek verlassen. Ja, natürlich. Sie durchwühlt ihre Handtasche und reicht mir einen Spiegel. Wenn du auch in der 6. Klasse bist, wirst du auch immer einen haben, sagt sie mit einem Lächeln. Dann machen wir uns eilig auf den Weg zum Quidditch-Feld. Ich habe Angst. Fürchterliche Angst. Wenn ich nicht aufpasse, könnte ich sterben. Nur weil ich nicht aus einer Zaubererfamilie stamme. Wie heißt du eigentlich? Japst das Mädchen aufgeregt hinter mir. Ich schaue vorsichtig um jede Ecke mit dem Spiegel. Hermine Granger, sage ich. Oh, die Freundin von Harry Potter. Percy hat mir schon von euch erzählt. Ich bin Penelope Clearwater. Was ist das jetzt eigentlich für ein Monster? Ich habe gerade kein Interesse herauszufinden, was Percy über mich und Harry erzählt hat. Ich sage nur knapp, ein Basilisk. Sie erschaudert. Ein Basilisk? Wir müssen vorsichtig sein. Gleich haben wir es geschafft. Keuche ich und schiebe den Spiegel um die letzte Ecke herum. Ich drücke den Zettel in meiner Hand kräftiger zusammen. Als erstes sehe ich ein kleines Mädchen mit roten Haaren. Ginny Weasley. Rons Schwester. Erleichtert atme ich auf. Dann schießt etwas Grünes, Großes neben mir vor, gelbe Augen blitzen auf. Augenblicklich wird mir kalt. Ich bekomme mit, wie mein Körper gelähmt wird, und ich falle hinten um. Ein dumpfer Ausschlag neben mir verrät, dass es Penelope auch erwischt hat. Ja, Leute, das war ein spannendes Kapitel und auch ein Cliffhanger von Hermine Granger und die magische Welt. Falls ihr Lust habt auf mehr Kapitel, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und auch unbedingt ein Abo. Und wir machen dann auch bald weiter, nämlich am Freitag in 2 Wochen. Da geht es dann weiter. Und bis bald. Tschüss.